Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen an einem neuen Sonntags mit Lillys. Wie ihr vielleicht schon unschwer erkennen könnt, geht es heute wieder ums Thema Lettering. Und ich möchte es tatsächlich ähnlich handhaben, wie wir es kurz vor Ostern gemacht haben. Ich möchte euch einfach ein paar Lettering-Inspirationen geben, wie ihr das Wort Mutter gestalten könnt. Denn es ist in ein paar Tagen, beziehungsweise nächstes Wochenende ist Muttertag. Und ich möchte euch einfach ein paar Ideen mit an die Hand geben, wie ihr Mutter oder Mama oder allgemein, wie ihr vielleicht zu dem Thema eure Buchstaben gestalten könnt. Dabei könnt ihr mir sehr gerne wieder über die Schulter schauen. Speichert euch das Video ab, wenn ihr die Inspiration nicht vergessen möchtet. Und lasst auch sehr gerne ein Abo da, um weitere Inspirationen in den nächsten Monaten oder wann auch immer zu bekommen. Ich bereite mich mal eben kurz vor und dann könnt ihr mir sehr gerne über die Schulter schauen. Es wird wieder sehr wortkarg, weil ich finde, dazu muss man jetzt nicht unbedingt viel sagen. Und wünsche euch viel Spaß und eine fette Portion Kreativität. Okay, ein paar Worte kommen vielleicht doch noch. Ihr müsst natürlich, oder wie ihr möchtet, könnt ihr das jetzt natürlich mitschreiben oder üben. Ich werde für manche Sachen auf jeden Fall einen Bleistift benutzen, beziehungsweise zum Vorschreiben. Das habe ich zum Beispiel auch bei dem hier gemacht, für diese V-Kalligrafie. Und auch eigentlich habe ich das bei allen gemacht. Das empfiehlt sich immer vorher. Ihr könnt das natürlich aber auch vormalen und vorzeichnen und dann gegebenenfalls nochmal sauber abpausen oder auch abmalen oder abschreiben. Wie ihr das möchtet, je nachdem, wie sicher ihr euch seid. Bei manchen Sachen, wie gesagt, bei solchen gehe ich gerne dabei vor, mit Bleistift einfach zu arbeiten. Und manche Sachen mache ich auch direkt mit dem Fineliner oder vielleicht auch mit dem Faserstift. Ihr könnt euch natürlich auch gerne einen Brushpen zur Hand nehmen. Ich nehme jetzt hier gar keinen. Und genau, ich werde jetzt direkt anfangen.
So, ihr seht, ich habe hier wieder eine komplett kunterbunte Mischung an Buchstaben. Ich habe von der V-Kalligrafie nur mit Bleistift über Blockbuchstaben, über eine Skriptschrift, in der Mischung mit Groß- und Kleinbuchstaben, mit und ohne Serifen, Skriptschrift. Also ihr seht, Buchstaben haben kaum Grenzen. Ihr könnt das alles kunterbunt miteinander vermischen. Ihr könnt alles einheitlich in einer Monoline, auch so wie hier oben oder hier unten, ne, also in einer gleichbleibenden Linienstärke. Man kann die V-Kalligrafie sehr dezent nutzen. Man kann sie aber auch sehr prägnant nutzen. Eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben mit Serifen, ohne Serifen, arbeitet in der Buchstabenbreite und aber auch mit dem Zwischenraum zwischen den Buchstaben. Unterschiedlich breit, also auch so wie hier. Zieht die Buchstaben ordentlich auseinander oder schiebt sie ordentlich zusammen. Also ihr werdet da auf jeden Fall etwas für euch finden, was euch gut gefällt. Blockbuchstaben lassen sich super einfach zeichnen, indem ihr sie mit einem Bleistift ordentlich vorschreibt und dann einfach nochmal mit einem anderen Stift, mit einem Fineliner oder mit einem Fasermaler, einfach nochmal umrandet. Ihr könnt die Buchstaben hier kunterbunt gestalten. Ihr könnt die natürlich auch mit einem Brushpen schreiben. Also das liegt ganz bei euch, wie ihr das möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen Inspiration geben, wie ihr vielleicht eine Muttertagskarte oder andere Karten gestaltet. Ich finde ja, Muttertag ist jeden Tag. Man kann seiner Mama ruhig jeden Tag eine Überraschung machen und nicht nur an diesem einen Tag im Mai, diesem zweiten Sonntag. Liebt eure Mütter, wenn ihr könnt und wenn ihr wollt. Liebt andere Menschen, wenn ihr könnt und wenn ihr wollt. Ich habe letztes Jahr eine ganze Reihe an, also ein relativ langes Video gemacht mit verschiedenen Kartenvorschlägen. Das verlinke ich euch gleich mal hier oben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das Kartenprägen, also die Musterprägen, kann man hier auch super nutzen. Mal gucken, vielleicht kann ich euch das hier auch verlinken. Wenn nicht, jetzt setze ich es unten in die Beschreibung mit rein. Wenn ihr weiter solche Inspirationen haben wollt, dann lasst gerne ein Abo hier. Schaltet das Glöckchen ein, damit ihr an keinem Sonntag, den ersten und den dritten Sonntag, kein Video mehr hier verpasst. Erster Sonntag ist Thema Lettering, dritter Sonntag ist Thema Illustration, Malerei, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und genießt das Frühlingswetter. Bye, bye, tschüss.